Es reizt mich, hier so reinzufahren, aber ich werde es unterschätzen. Also warten hätte hier auch nicht viel gebracht. Wie gesagt, jeden Tag Regen, jeden Tag. Deswegen ist es hier auch noch so nass, weil es ja vorhin erst geregnet hat. Kluge Tiere. So, bevor der neue Vlog anfängt, ein kurzes Statement zum Maishexen am Montag. Ich habe gerade eine ziemlich dämliche Idee gehabt. Ich dachte, ich fahre mit dem Auto hier rauf. Schauen wir, ob ich runterkomme. So, darum soll es nicht gehen, es soll um die Spuren gehen. Und das Häckseln im Nassen. Ich versuche es ganz schnell zu machen. Ich habe 40 Hektar Mais im Anbau. Und auf ungefähr 3 Hektar wurde es nass. Also in Summe gerechnet. Ne? Jetzt zum Beispiel stehen wir auf dem 7 Hektar Schlag. Klar, bei der Ausfahrt ist natürlich ein bisschen nervig so. Jetzt habe ich leider keine Bodensonde mit, sonst hätten wir mal ein bisschen drücken können. Es war halt wirklich nur dieses Überirdische. Man sieht es, 7 Hektar. Hier ist jetzt die Ausfahrt, das ist halt relativ blöd gelaufen. Aber ansonsten, man sieht keine Spuren. Warum? Weil ich habe hier zweimal gezogen auf dem 7 Hektar Schlag. Zweimal. Und das ist hier ein mooriger Boden. Das heißt, es sind heute Nacht wieder 10 Liter gefallen. Es werden die nächsten Nächte auch wieder Regen fallen. Dann fange ich doch lieber dann an, wenn es gerade regnet. Wisst ihr, wie ich das meine? So, klar, wenn jetzt die nächsten 3 Tage sonniges Wetter wäre und sowas, dann wäre ich dann losgefahren, damit sich der Oberboden abtrocknet, damit ich diese Schmierseife nicht habe. Aber so war es halb so schlimm. Das war halb so schlimm, weil es nicht die Mengen waren. Wir haben, ich habe auf 8 Schlägen angebaut und nur auf 2 musste ich ziehen. Und auf 4 habe ich überhaupt eine Spur, dass man das überhaupt sieht. Also, ne? Im Verhältnis, wie gesagt, es ist so gering, dass es nicht schlimm ist. So, und das, was jetzt verspurt ist, sagt man das so, was jetzt Spuren hat, die Flächen, die nassen Löcher, die hätten so oder so Spuren gehabt. Die hätten so oder so Spuren gehabt. Da steht auch jedes Jahr im Winter Wasser drauf, bis auf dieser Fläche, aber auf den 12 Hektar, wo es halt richtig zur Sache geht. Da steht jedes Jahr Wasser drauf. Die Pflanze, die war schon ein bisschen weit und wir sind schon relativ spät, was Erntezeitpunkt angeht. Ich wollte eigentlich eine Braugerste danach machen. Die musste ich auch schon abblasen, weil ich so spät erst rangekommen bin. Dann wurde das noch alles umgeschoben. Das ist ja auch nicht so, dass ein Lohner kommt. Nein, da gehört ja auch diese ganze Hexekette dazu. Das heißt, einmal zu sagen, hier, pass auf, lass morgen machen, ist ja dann auch schwierig. So, und man weiß ja auch nicht, wie morgiger Tag überhaupt wird. Deswegen wollte ich das so machen. Ich habe halt Kommentare bekommen wie, oh, wie kannst du nur Ackervergewaltigung? Ja, Jungs und Mädels, bleibt ruhig. Im Frühjahr bei trockenen Bedingungen, Tiefenhaken, da wird die Verdichtung rausgekriegt, da mache ich das eben und dann ist gut. Ne? Natürlich ist das nicht schön. Das weiß ich auch, dass es nicht schön ist. Aber das Ding musste jetzt ab. Und wie gesagt, es sind nur die kleinen Stellen, die ich gefilmt habe. Wenn alles glatt lief, klar, ihr habt 2 Außenaufnahmen bekommen, die sind untergegangen. Weil, was soll ich euch zeigen? Maishexen können andere Leute besser filmen, ne? Und so war es wenigstens ein bisschen Action, was ich mitnehmen konnte. Und es macht ja auch Spaß, mit anzugucken. Und das weiß ich auch, deswegen habe ich es gefilmt. Also nochmal Fazit. Ich kenne meinen Schläger am besten. Ich weiß, wie ich mit umzugehen habe. Ich kenne meine nassen Ecken. Und ich weiß auch, wie die sich im Jahr verhalten, ne? Das heißt, vertraut mir da einfach. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen ja auch, denke ich, dass ich kein hirnloser Landwirt bin, der einfach drauf losfährt, weil er Bock hat, sondern schon weiß, was ich mache. Und wie gesagt, dass es nicht schön ist, weiß ich, aber dass da jetzt nie wieder was wächst, so ist es nicht. Auf der großen Fläche, da war es das eine Jahr so, da waren, wie gesagt, beide Häcksler komplett auf Achse versunken und sowas hatte ich ja gar nicht. Wir haben da so ein paar Nester, die sind jetzt scheiße geworden, auch als die Krampe da drin saß. Gut, das wird schwieriger, aber diese Spuren hier, die ich jetzt habe, das sind auch keine Spuren, die irgendwie sonst wohin gehen, ne? Ich kann es euch mal zeigen, also das ist jetzt so, ne? Es ist okay, Jungs und Mädels, es ist okay. Klar, wir haben auch mal eine schlimmere drin, aber es ist alles okay. Hier zum Beispiel. Die etwas schlimmere Spur, aber auch sowas, das ist... Man merkt es jetzt noch mit dem Schuh, es ist glitschig, ne? Naja, aber wie gesagt, nichts, was man nicht hinkriegt. Nichts, worüber ich mir jetzt große Sorgen, Gedanken mache. Und wegen der Winterbegrünung, ich glaube, alles, was eine Späternte hat. Ich meine, das ist ab dem 1.10. muss keine Begrünung haben. Und außerdem ist eine Begrünung nur auf 80% der Fläche notwendig. Ich habe eine schöne Zwischenfrucht, ich habe Winterkulturen.
Und dementsprechend muss ich mir da rein rechtlich auch keine Gedanken machen. Ging ja. Auch eine Maisfläche von mir am Vorgewinde. Wie gesagt, es gibt immer nassen Löcher, vor allem am Vorgewinde, aber hier ist keine Spur drauf. Und jetzt können wir auch zum Nachbarschlag fahren, welches wir nachdem hier gehäckselt haben. Da ist auch keine Spur drauf, da kann ich sogar mit dem Auto drauf fahren. Nach der Fläche gedroschen, gehäckselt, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Und ich fahre jetzt mit dem Auto rauf. Während ich auf die andere Fläche nicht raufgefahren bin, ne? So viel zum Thema, trocknet doch schnell ab. Nee, tut's nicht. Nasse Löcher bleiben, nasse Löcher. Jetzt gucken wir uns noch mal die große Fläche an und dann hoffe ich, dass ich es auf den Punkt gebracht habe. Und dann wünsche ich euch viel Spaß wieder beim nächsten weiteren Vlog. Beim normalen Vlog-Alltag. So, wollt ihr jetzt live dabei sein? Bei dummen Ideen mit Yannick. Es reizt mich hier so reinzufahren, aber ich werde es unterschätzen. Ach scheiße was, ne? Man lebt nur einmal. Ich glaube, das war eine richtig dämliche Idee. Das Ding ist, hier sind die Scheunen halt relativ groß, Vorgewände halt und umdrehen und so, weswegen ich das Weiterfahren jetzt doch sein lasse. Aber ich versuche mal. Oh, das war mein Scheibenwischer. Eine coole View zu geben. Eine Spur, man sieht es auch so ein paar. Und hier ist halt dieses nasse Loch, was ich gesagt hatte in der Mitte. Diese 3 Hektar. Vorgewende ist eh katastrophal. Das ist klar. Aber wir sind auf einem 12 Hektar Schlag. Und wie gesagt, es ist nur da ein bisschen und hier. Die anderen, ich musste ja nicht, ich glaube, ich habe fast alle gefilmt, die ich auch wirklich ziehen musste. Und das auf 40 Hektar Anbaufläche. Das ist das Schlimmste hier gerade. Alles andere ist okay. Wir können, also ich fahre gleich nochmal zu den anderen beiden Flächen, guck mir das an. Da wird es aber so nur ein kleiner Bereich im Vorgewende sein. Dementsprechend, klar, sowas ist eine Scheiße. Sowas ist richtig scheiße. Aber das Ding ist ab, das Ding ist gegessen, das Ding ist gelaufen. Sowas mache ich im Frühjahr. Trockene Bedingungen, einmal aufreißen, die Bodenverdichtung, Tiefenhaken. 50, 60 cm reiße ich das durch und gut ist. So, dann wird das eben gemacht und, ne? So, ist halt leider so. Ist halt so. Aber hier, glaubt mir, da brauchst du nicht warten. Wir hätten davor anfangen müssen. Das wäre halt cool gewesen. Gut, da habe ich nicht genug Druck gemacht und nicht, hätte ich es klar gesagt, so von wegen, hey, ich wollte gerne noch eine Braugerste machen, dann hätten die mich halt anders reingestopft. Ich wäre fast der Letzte geworden. So haben die mich schon zwischengemacht, war mir jetzt doch zu spät. Und jetzt ist es genau an dem Tag, hat es angefangen zu regnen. Davor hat es nicht geregnet. Ja. Du, ich hoffe, ihr könnt jetzt meine Sichtweise verstehen. Und das hier verstehen? Es ist, ich weiß, dass es scheiße ist, aber was soll ich denn machen? Ne? Manchmal, also warten hätte hier auch nicht viel gebracht. Wie gesagt, jeden Tag Regen, jeden Tag. Deswegen ist es hier auch noch so nass, weil es ja vorhin erst geregnet hat. So, das sind, und das ist wie gesagt vertretbar. Ihr habt alles gesehen, auch das Schlimmste gesehen. Hier war kein Häcksler drin, hier war nichts. Hinten die Krampemulde, die hat es einmal tiefer also so, ne? Da habe ich mich auch selber mit dem Puma ein bisschen vergraben. Das war blöd, aber es war auf einen Quadratmeter. Ne? Den Rest kriege ich hin. Den Rest kriege ich hin. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim weiteren Vlog und ich hoffe, das Ding ist jetzt vom Tisch. Ne? Könnt ihr nochmal Meinung zu schreiben. So, ohne jetzt auszusteigen, ganz kurz nochmal, das ist die Fläche, wo ich am Montag abgehauen bin. Es ist bei diesem hier unten geblieben, eine Spur.
Oder zwei Spuren. Ja, zwei Spuren. So direkt nebeneinander. Direkt am Graben. Ist halt nass. Und sonst, der Acker hat keine einzige Spur. Nicht eine. Und das ist nach 20 Liter Regen passiert. Die Tonfläche, die neue, scheint also gut zu sein. Dementsprechend, das ist in Ordnung. Ne? Das ist in Ordnung. So, für die, die es nicht wissen, moin erstmal. Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Schweinefutter hole ich immer in diesen Kisten. Drei Kisten hin, drei volle Kisten stehen bereit, nehme ich wieder mit. Das heißt, ich muss auch nur zweimal auf die Waage fahren, weil ich ja das als Pfandgut eh wiederbringe. Also die Kisten, ne? Sonst müsste man das ja runterrechnen. So, das sind ungefähr 2,5 Tonnen, reichen immer so knapp 3 Wochen oder ein bisschen mehr. Kommt halt ein bisschen drauf an. Schweinebestand reduziert sich ja. Jetzt so immer wieder. Ja, ich bin relativ spät aufgestanden, relativ spät in Gang, weil ich heute Morgen schon die erste Trainingseinheit hatte. Fun Fact, ich habe Kampfwoche. Am Sonntag geht es in den Ring, Niedersachsenmeisterschaft, Finale. Ich weiß gar nicht, ob ich euch mitnehmen soll. Wenn, seht ihr es in diesem Vlog? Oh, nee, seht ihr vielleicht nicht. Weil wenn ich kämpfe, kommt das Video schon online. Ha! Müsst ihr auf Instagram vorbeigucken. Vielleicht poste ich da was, vielleicht auch nicht. Weiß ich noch nicht. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr davon was wissen wollt oder sowas. Wie ich das so, wie meine Performance war trotz der Arbeit. Ist ja egal. Ich fahre jetzt Schweine füttern, dann geht's Mist fahren und dann mal gucken. Zeitlich alles relativ eingespannt, knapp. Also zum Schweine füttern, ich mache das alles in den Eimern. Mein Hund macht die Eimer gerade schon wieder leer. Dafür hatte ich mir damals auch den Pickup gekauft. Ich brauchte eine Ladefläche, die getrennt ist vom Auto. Weil egal was ich transportiere, ist es scheiße, das ins Auto zu packen. Und Pickup ist halt geiler als eine Pritsche. So. Und einmal ja, werfe ich dann rüber oder rein und gut ist. Ne? So viel zum Schweinefüttern. So. So, ihr seid an einem 50-Kilo-Magneten, der ist geil an Maschinen, solange da kein Dreck zwischen ist. Ich habe eben noch mal schnell den Zaun ein bisschen kontrolliert, weil die Schweine hier so ein bisschen mittlerweile wieder verrückt spielen. Und ich weiß nicht, ob ihr es auf Kamera gesehen hattet, die untere Litze war auch voll im Schlamm drin. Wenn so viel Erdung ist, dann ist natürlich gar nicht mehr so viel Strom drauf. Und hier fängt jetzt gerade ein Schwein auch an, Döniken zu machen. Das gehört hier gar nicht rein. Aber beim Nachbargrundstück ist das genauso. Man muss da alle paar Wochen immer mal nachgucken. Weil der Stinker hier, der hat sich jetzt durchgeschlichen. Hey, komm mit. Komm schnell, komm schnell, komm schnell. Das Ding ist, Schweine sind halt kluge Tiere. Ne? Die wissen, wo sie raus können, die wissen, wo sie rein müssen. Deswegen bin ich da mal relativ tiefenentspannt, wenn mal ein Anruf kommt. Hobbytierhaltung. So. Hier war der Einbruch. Deswegen können wir. Also der Einbruch, mir wurden mal versucht, Schweine zu klauen. Rede ich vor 3, 4. Ich glaube Vlog 69 rede ich darüber, wenn ihr das mal sehen wollt. Hier wollten irgendwelche Leute meine Schweine klauen. Haben sie natürlich nicht geschafft, klau mal so ein 100 Kilo Vieh, ne? Aber seitdem ist hier der Zaun so ein bisschen kaputt. Also er geht noch, aber ich kann jetzt auch gut drüber steigen. Das ist jetzt meine, wie nennt man das? Wartungszufahrt?
Diese Stadtmütter. Wollen immer alles sehen? Also diese jungen Stadtmütter, ne? Wollen aufs Land, ihrem Kind was Gutes tun. Aber da muss man auch mal Hallo sagen, ne? Die sind dann immer zu schüchtern. Die leben so in ihrer eigenen kleinen Welt. So, bevor jetzt Aussagen kommen wie, vom Boden füttern ist doch voll scheiße. Ja, besorgt doch einen Trog. Ja, ich halte die Tiere jetzt schon seit 3 Jahren oder so. 4 Jahren sogar schon fast. Ich glaube, ja, fast 4 Jahre. Und ich muss sagen, Tröge haben sich immer nicht gerechnet. Die asen da so mit rum. Ja, mein Hund macht sich auch gerade richtig beliebt. Aus dem Auto raus ist er mal so der größte Kampfhund der Welt, aber eigentlich ist er lieb. Er will nur spielen. nein, wirklich, er ist wirklich lieb. Was ich sagen wollte, Tröge. Die asen da so mit rum, die kratzen da alles raus, die bedrängen sich gegenseitig so krass und das hat keinen Sinn gemacht. Ich habe es 2 Jahre gemacht, irgendwann weggelassen. Was jetzt cool wäre, wäre jetzt so eine große Gussschüssel oder sowas. Kennt ihr das? Fehlt aus dem alten Stein auch so, was ganz lang ist oder so eine großes aufgeschnittenes Rohr oder sowas, was man richtig fest im Boden kriegt, wo man es so reinschüttet. Das wäre das Beste. Aber so suche ich mir eine halbwegs trockene Stelle und pack's dann rein. Ne? Schön ist nicht, aber es geht ja, ne? Waff, waff. Ja. Die warten schon. Mein Gott, geht das immer schwer ab. So, Anhänger holen, Strohladen. So, Drama und Scheiße ist vorproduziert. Ich krieg das Hallentor nicht auf, da ist die letzte Rolle abgebrochen. Das Tor hängt auch ein bisschen schräg und ja, ich krieg's nicht auf. Gerade so noch zubekommen. Na, da ist sie verschluckt oder was? Und jetzt, Drama ist jetzt. Mann, ich sehe hier auch aus, ne? Die Miete hat es abgedeckt. Es hat unfassbar, es war sehr stürmisch. Es hat angefangen zu regnen, Miete ist runtergegangen und dann hat es nicht mehr aufgehört zu regnen. Jetzt kamen wir vorgestern diese 20 Liter Regen und ich brauche von unten nichts nehmen und von oben nichts nehmen. Jetzt versuche ich aus der Mitte rauszufischen. Das ist dieser Tag heute, ne? Der kann schon wieder enden. Aber ich glaube, da nehme ich euch nicht mit. Ich setze jetzt alles irgendwie um und gucke. So Leute, wir holen jetzt schnell Schweinefutter. Das Futter ist nämlich leer gegangen. Und ich melde mich später.
So, Schweinefutter ist abgeladen. Jetzt fahren wir ganz schnell den Anhänger weg und füttern die Tiere. Und dann war es das auch mit heute schon wieder. Und ich denke, wir sehen uns morgen wieder und gucken, was wir da noch Schönes machen, bevor ich dann zum Kampf fahre. Genau, Schweine müssen wir aufladen. Wir schlachten am Montag. Da sehen wir uns dann wieder. So, Samstag, morgen. Oh, Anhänger habe ich hinter. Jetzt kommt noch ein bisschen Stroh rein. Und dann laden wir schon mal auf, weil ich ja heute Nachmittag schon wegfahre, ne? Und Sonntagabend erst wiederkomme. Dementsprechend machen wir das jetzt. Na los, komm. Komm her, komm. Machen. Das war's. So, Helfer N ist auch dabei. Hallo. Wir haben die Schweine aufgeladen. Gut, dass mein Auto so ackertauglich ist. Der Pferdeanhänger ist ja auch hinter. Das war's. Jetzt habt ihr es mal gesehen, wie die Schweine aufgeladen werden. Alles mit Ruhe. Gucken, wer kommt, und dann wird so ein bisschen selektiert. Wir suchen natürlich immer die Besten, die Dicksten raus. Jetzt haben wir den Dicksten nicht bekommen, das ist relativ schade. Wollen uns da jetzt aber auch keinen Stress mitmachen. Es sollte auch der Dünnste mit drauf. Der ist auch zum Glück mit drauf, aber die sind meist immer die Ersten, die drauf sind. Und ja, ich hoffe, ihr könnt es ja mal reinschreiben, ob ihr mal Interesse an so einem Fleisch habt. Ob ich da mal irgendwie was machen soll im Sinne von Online-Versand oder sowas. Wenn ihr davon mal was haben wollt, dann kriegen wir das hin. Ne? Das ist kein Problem. Oder mal zum Winter hin so eine schöne Mettwurst oder sowas, ist ja vielleicht noch einfacher. Schreibt das auf jeden Fall gerne rein. Schreibt auch gerne rein, ob ihr irgendwas sehen wollt von meinem Wettkampf, der morgen ja startet, endet. Die Meisterschaft. Ich meine, vielleicht kriege ich auch so aufs Maul, dass ich das gar nicht zeigen will. Weiß man ja nicht. Schreibt das rein, ob ihr das sehen wollt. Und ja, ich hoffe, dieses Ding mit Maishäckseln, das habe ich halbwegs noch erklären können. Anfang des Videos. Ja, im Nachhinein, ich meine, es sind ja noch mehr Kommentare dazu gekommen und noch mehr Aufrufe und dass es viral geht, das habe ich mir auch schon gleich gedacht. Und dass so eine Hatewelle kommt, konnte man mit rechnen. Das Einzige, was ich im Nachhinein sagen kann, ist, wir hätten die Wagen wirklich nur halb voll machen sollen. Darauf hätte ich bestehen müssen. Gut, das ist jetzt mein erstes Mal im Eishexen seit ein paar Jahren wieder. Ich habe da keine Routine drin, deswegen habe ich einfach nicht so weit gedacht. Gut, ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen, auch wenn ein bisschen weniger Action drin war. Lasst ein Like da und nochmal vielen Dank. Wir haben in der letzten Woche 1000 Abonnenten gemacht. Auf einmal. Vielen Dank für 6000 Abonnenten jetzt. Also, richtig krass, wirklich richtig krass. Vielen lieben Dank dafür. Also wenn ihr es jetzt auch noch nicht gemacht habt, gerne abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Was ist das jetzt? Okay.